Hallo zu meinem Video. Ich habe eine YouTube-Anfrage bekommen zum Thema Ubuntu Desktop so anpassen, dass es auf den ersten Blick aussieht wie ein Mac-Betriebssystem. Ich habe mal mir einen zweiten User erstellt auf meinem Rechner und habe selber mal ein bisschen rumgebastelt, damit die Arbeitsoberfläche von meinem Ubuntu Linux aussieht wie ein Mac OS X-Betriebssystem. Und sogar die Fenster hier, die obere Leiste und hier unten das sogenannte Cairo-Dock, die Icons sehen aus eben wie bei Apple. Und wie das unter Linux in relativ kurzer Zeit geht, zeige ich euch mal. Und zwar habe ich hier die einzelnen Befehle, die ihr leider im Terminal eintippen müsst. Dazu gehen wir hier ins Dash und sagen Terminal. Nehmen wir uns den Terminal, hätte auch von unten nehmen können. Eben wie gesagt, auch das Terminal sieht aus wie unter Apple Mac OS X. Danach, wichtig ist, ihr müsst Systemverwalter sein. Also mit Root-Rechten müsst ihr diese Befehle einzeln, gerade per Kopie, kopieren. Danach könnt ihr hier das einfügen, bestätigen. Und jetzt müsst ihr euer Root-Passwort eintippen. Das will er definitiv, soviel ich weiß, nur einmal. Und das alles mit der Reihe. Also jedes Mal, wenn ein Befehl anfängt mit sudo, ist es eine neue Befehlszeile. Immer durchlaufen lassen. Und danach, wenn ihr diese drei Schritte gemacht habt, habt ihr eigentlich auf eurem Linux alles, was ihr braucht. Ich würde sagen, wenn ihr diese Schritte hier durch habt, ich minimiere das hier mal wieder, dann geht ihr auf euren Dash. Mal schreibt CairoDoc und startet euren Doc. Ich starte das hier, dann habe ich es nämlich hier zweimal, wie ihr sehen könnt. Ich beende es mal, CairoDoc beenden. Ein Doc reicht mir. So, dann habt ihr dieses Doc. Dann geht ihr hier nochmal drauf, CairoDoc und konfigurieren. Dann Thema. Bei Thema wählt ihr euch das Mac OS X Thema aus, bestätigt es und indem ihr einfach auf Anwenden hier klickt. Danach habt ihr erstmal eben diese Leiste. Dann gibt es eben noch dann diese erweiterte Einstellungen. Unter diesen erweiterten Einstellungen, die ihr jetzt auch mit so einem Terminalbefehl praktisch mit installiert, habt ihr die Arbeitsoberfläche, Fenster, Schriften, Shell. Und hier bei Thema ist es eigentlich wichtig, dass ihr eben das Fensterthema auf Mac OS X Lion macht. Jetzt habe ich es mal geändert, nur mal gerade zufällig, aber dann seht ihr, dass es sich sofort ändert. Und jetzt nehme ich wieder das Mac OS X Lion und die Fenster sehen wieder aus wie unter Apple. Und Cursor-Thema nehmen wir auch Mac. Tastenkombinationsthema Emacs habe ich genommen. Ja, und Symbolthema High Color. Wir könnten auch hier was anderes nehmen, dann wird sich es ändern. Aber wir nehmen wieder das High Color und schon wieder haben wir das, wie ich es vorhin eingestellt hatte. GTK plus Thema, eben auch wieder Mac OS X Lion Thema. Wenn ihr das durch habt, dann müsst ihr nur noch das Hintergrund Wallpaper ändern. Nehmt irgendeins aus dem Internet und schon habt ihr so ein ähnliches Aussehen wie mein Desktop. Und ich hoffe, dieses Video hat die YouTuber-Frage beantwortet. Und falls es Fragen geben sollte, könnt ihr sie mir gerne per Mail senden. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, wir sehen uns.